Schon gut, ich bin okay. Was mich angeht, ich bin froh, dass ihr lebt. Also, der Funkturm ist hinter dieser Klippe. Okay, da gibt's tonnenweise Zeug. Du wirst froh sein, dass du mich hast. So, jetzt wir endlich sehen uns hier mal um. Vielleicht kann finden ich wir was. Reden. Danke, Henry. Das war heftig. Hallihallo, Zeus Home. Ja, suchen wir jetzt diesen Funkturm. Wieso funktioniert die Taschenlampe nicht? Ah, jetzt geht's wieder. Boah, ich hätte ihm jetzt immer noch nicht vertraut. Das Wasser ist lautlos, klar. Doch, es rauscht. Ja, wie denn sonst? Soll es gleich da. Ja, guck mal den Strom an. Hey, vielleicht finden wir was in dem Boot da drüben. Da stand einer, nicht meiner, ne? Mhm. Okay. Ich muss diesen Freund noch löschen. Hol dir mal einen Teil. Ja, bitte. Augen offen halten! Ich bin schon dabei. Kann ich irgendwo hinschwimmen? Wahrscheinlich nicht. Ah, nee. Da kann ich mal drüber klettern, was ein Lusch. Hey, da ist ein Korb-Ding. Hm, macht nichts. Schauen wir uns das Schiffchen an. Bitteschön. Dankeschön. Eine schmackhafte Gemüselasagne. Ja, aus der Tiefkühltruhe. Ware denn? Was? War noch nie auf einem Boot. Tja, auf dem Wasser ist das etwas anders. Eins nach dem anderen. Ich muss gerade an das eine Spiel da denken. Wie ist denn das? Das Survival Game da mit den Inseln und. Der Comic, den sie liest. Weiß nicht. Ich muss die ganze Zeit an South Island denken, aber das kann es nicht was sein. Ich sagen, übrigens auch erstaunlich, was Ellie alles nicht erlebt hat, was Kinder in ihrem Alter schon längst erlebt hätten. Ja, das fällt einem immer wieder auf, da hast du recht. Sie war noch nie im Wald, noch nie auf einem Boot. Ja. Die Bootsnotiz. Es sieht aus, als wäre ich dem Chaos und dem Durcheinander lang genug ausgewichen, Meine Zeit zur See neigt sich dem Ende zu, Ich habe keine Vorträge mehr und dieses Boot. Vorräte, ja, sorry, mehr und dieses Boot hat schon bessere Zeiten erlebt, Und wisst ihr was, So musste es irgendwann kommen, Mal sehen, was von der Menschheit noch übrig ist, Was kann schon schief gehen, oder, Falls ihr mein Skelett findet, tretet bitte nicht auf meinen Schädel. Danke. Ich. Nicht jeder Pirat sagt Adel. Nein, auch nicht Dead Island. Ich komme nicht drauf, wie das Spiel heißt. Du meinst, dass das ein bestimmter Let's Player gespielt hat? Ja, Gronkh hat das immer gespielt. Wo man so zwischen den Inseln so hin und her fahren muss und so. Es fällt mir aber nicht ein. Wie hieß denn das? Keine Ahnung. Nein, es war, glaube ich, auch nicht Rust. Du guckst mal nach. Ich komme nicht drauf. Wie hieß denn das nochmal? Was steht da? Ah, warte. Hier ist Endstation. Eine Boje. Ich dachte vorhin, dass du ihn erschießt. Ja, genau, Stranded Deep. Sie sind nett. Ich glaube, es ist gut, dass sie da sind. Da hast du recht. Hatten früher alle Boote?
Klar, ich hatte eine große Yacht. Ehrlich? Hey, Ellie! Ich glaube, wir haben was. Lass uns mal nachsehen. Hey, ich wette, das führt da ganz durch. Okay, hilf mir mal damit. Na los. Okay, kommt, Kinder, los. Na gut, auf geht's. Du bist da. Okay. Wieso helfen die Kids nicht einfach, das Ding zu halten, dieses Gitter? Ja, aber trotzdem. Ein paar Kilo, Sam, bleib hier. Die dann schleppen könnten, ist doch. Ich hast was begriffen. Gut. Toll. Na, guck mal, hier kann man durch. Nicht weiter. Oh, da hängt einer, glaube ich. Warte, hier war irgendwas. Anhänger. Jo. Dum, dum, dum. Ach, guck mal, die leuchtet mir den Weg. Da kann ich ja meine Taschenlampe ausmachen. Ach, ja. Joe, so. Wir sollten uns hier umsehen. Gut, wir gehen hier. Mir gefällt es hier nicht wirklich. Blockiert. Wenn du das aufkriegst, krieche ich durch und mach die Tür auf. Warum will ich wissen, dass das da durchgeht? So hält er das Gitter noch in der Hand. Hier lang! Da vorne soll der Nicken sein! Ja, hier! Und okay. Voilà. Ich glaube, hier war eine Vorratskammer oder so. Oh, da fängt es schon wieder an. Das heißt, es geht gleich wieder los. Ja. Glaubst du, sie bleiben bei uns und kommen mit zu Tommy? Na, ich weiß nicht. Wir müssen einfach abwarten, was sich ergibt. Nein, ich habe nur eine Viertelklinge. Ich kann ein Medipack basteln. Geil. Das solltest du vielleicht auch machen. Ich habe nicht genug Klingen. Super. Jetzt bin ich seit einigen Monaten weg und die Welt geht weiter zugrunde. Wo man auch hingeht, gibt es Infizierte und Nicht-Infizierte, die dich töten wollen. Die Menschen sind wieder Teil der Nahrungskette, Baby. Unglaublich, dass ich so lange überleben konnte. Die Kanalisation ist ziemlich sicher. Wegen der wenigen Ein- und Ausgänge ist sie leicht zu verteidigen und wenn doch jemand hereinkommt, kann ich in diesem Irrgarten abhängen und... Ich bin zwar nicht hart, aber ich bin schnell. Vielleicht sollte ich einfach nur hier unten warten, bis oben wieder alles normal ist. Ich glaube, ich bin jetzt erst einmal ein Kanal-Maulwurfmann. Wünscht mir Glück, ich. Arrr. Oh, da oben steht was. Oh, Zucker. Okay, hier scheint nichts mehr zu sein. Das Klebeband kann ich immer nicht mitnehmen. Super, oder auch nicht. Okay, hier geht's nicht weiter. Gehen wir hier rüber. Gehen wir erstmal hier runter. Oh, yeah. Okay. Was denn? Das da einfach. Dieses schnelle Umdrehen. So nennt sich das.
Ah ja, die verschwinden da einfach. Nee, bitte nicht das jetzt. Hier raus? Ja, das ist das, was ich denke, glaube ich. Nein, da kommen wir nicht hin. Ich kann nicht schwimmen. Wie die alle nicht schwimmen können. Das haben die halt nicht beigebracht bekommen. Es gibt Wichtigeres. Okay, Joe. Wie kommen wir rüber? Wir müssen uns wohl was überlegen. Da ist was. Ein Anhänger. Ja, ja, den nehmen wir mit. Was machst du, Jojo? Nimm den mit. Der Unterwasser bringt die Lampe herzlich wenig. So, erkunden wir mal kurz hier. Lebödengrund. Oh, wer lebt die von Ananas ganz tief im Meer? SpongeBob, Schwammkopf. Wie wär's, wenn du auftauchst langsam? Tauch auf! Henry, versuch's mal! Oh, ich hab's auf Anhieb richtig. Okay. Was? Dann mal los. Ja, es geht! Diese überdimensionale Fahrradkette. Ich seh mich mal um. Bleibt wachsam! What the fuck, da ist ein Baum? Ach, guck mal, da oben ist noch irgendwie Loch. Okay, es scheint mal keine Zombies hier irgendwo zu geben. Was ist hier? Versorgung. Jawohl, ich habe Klinge gefunden. Nur eine Viertel Klinge habe ich gefunden. Oh Mann, jetzt kann ich. Jetzt bleibt das Klebeband da liegen. Das finde ich kacke. Fühlt sich so verschwendet an, ne? Ja, vom, das Spiel gibt einem ja so schon, je nachdem, genug oder wenig Ressourcen, aber dann, wenn man noch nicht mal alles mitnehmen kann, das ist schrecklich. Ja, wo ist das? Oh, da hinten dran. Naja, mit zwei wird man fertig, das ist ja nicht. Ja, Moment, ich gucke hier noch was so. Vielleicht kommt man hier aber gar nicht mehr hin, wenn man das Rätsel gelöst hat. Da geht man woanders hin. Warte, ich mach mal. Oh, Scheiße. No panic. Ich weiß nicht, ob die davon komplett sterben. Scheint ja. Zwei Schüsse. Ja, ein Schuss kann ich recyceln. Richtig weggesplasht einfach. Ja. Oh, hier ist mehr Zeug. Oh, Lumpen! Lumpen! Sprengstoff! Das ist immer aus die Cannabis, du nicht. Das ist der, ja. Schon wieder Isch. Das war nicht dieses Arr. Am Ende. Gestern habe ich Leute getroffen, die nicht sofort auf mich schießen wollten. Unglaublich. Ich weiß. Wir haben Vorräte ausgetauscht und sind wieder unsere Wege gegangen. Sie hatten Kinder dabei und schienen sehr verängstigt. Fast hätte ich ihnen von diesem Ort erzählt, aber was, wenn sie von... wie die anderen sind? Was, wenn? Weißt du was? Es ist mir egal. Was bringt es zu überleben, wenn niemand mehr über deine schlechte Witze lacht?